Da haben es doch selber das Gebäude der Atlantic Büros von den Soldaten der Enklave. Ja, nichts leichter als das, Digga. Scheiß die Wand an, der macht uns ja richtig Schaden. Was geht? Meine lieben Zugucker, ein herzliches Willkommen wieder zurück zu Fallout 4, Part Nummer 333. Und jetzt können wir uns die Powerrüstung hier nochmal, ja, irgendwie nochmal in schön angucken, weil ich fand, beim letzten Mal war das nicht so, ja, gut zu sehen. Und das ist eine wirklich sehr, sehr, sehr schöne Powerrüstung. Also von der Enklave, verdammter Scheiße, sieht schon gut aus. Und dementsprechend gehen wir jetzt auch gerade mal wieder da rein. Und haben noch ein paar Quests zu machen. Wir müssten ja in das... Großartig. Ja, großartig. Darin können Sie alles schaffen. Oh ja, guck dir das an. Hier, bam. Alter, einfach rote Augen. Es sieht so cool aus. Guckt euch an, wie massiv wir hier rumlaufen. Also es ist eine sehr, sehr schöne Powerrüstung. Vor allem, die ist auch sehr, sehr gut von den Werten. Also, huiuiui. Okay, also, in dem Sinne würde ich sagen... Wir haben hier questtechnisch, ich habe übrigens den, habe ich denn die Waffe? Hier. Ich habe hier diese Waffe ein wenig aufgemotzt. Was kann die denn eigentlich? Okay, das ist... Alles klar. Das ist ein, ich weiß gar nicht, was es ist. Nehme ich auf jeden Fall mit. Und ja, wir haben hier... Was wollte ich jetzt machen? In der Morgendämmerung, genau. Wir wollten... die Quest weitermachen, Echos der Vergangenheit. Und zwar beginne mit der Suche am Rand des leuchtenden Meers. Und da wir ja die Karte soweitgehend schon aufgedeckt haben, werden wir uns da auch direkt hinmachen. Ich hab Bock. Ich hab richtig Bock. Level 72. Verdammte Axt, ich habe mich damals schon gefreut über Level 10, dass ich Level 72 werde. Huiuiui, hätte ich... Also ich habe nicht damit gerechnet, dass ich tatsächlich Fallout so lange spiele. Also, das ist ja mittlerweile eines der Spiele, das auf meinem Kanal so krass gut läuft. Und das ist halt einfach so schön, weil ich dieses Spiel auch einfach so mag und es einfach so einen Spaß macht. Und ja, ich kann es einfach nicht sagen, wie schön auch dieses Spiel ist. So, was wollen wir denn jetzt machen? Beginnen mit der Suche am Rand des leuchtenden Meers. Okay, was ist denn unser Ziel? Die Soldaten gehören zu einer Organisation namens Enklave. Nicht Enklave, sondern Enklave. Und sind verantwortlich für den Tod der Brahim-Karawane. Sie operieren von einer Basis im leuchtenden Meer aus und planen weitere unbarmherzige Einsätze. Ich muss ihnen ein Ende setzen, indem ich mich zum leuchtenden Meer begebe und ihren Funkleitfeuer folge. Ah, Funkleitfeuer, warum ist denn? Hier. Okay. Funkleitfeuer, der... Da ist eine Blähfliege. Hallo? Das war ja doppelt scheiße. Ja, das ist okay. Dann kannst du es ja platt machen. Dann hoffe ich, dass das... Warte mal, wo müssen wir lang? Das sieht gut aus. In dieser Richtung gehen wir weiter. Ja, wunderbar. Sieht auf jeden Fall gut aus. Ich glaube, wenn das leuchtende Meer nicht so leuchtig wäre, und ich bin von der Waffe tatsächlich nicht überzeugt, kann ich das hier ausmachen? Ja. Dann würde ich nämlich sagen, gehen wir mal so weiter. Wo soll das sein? Ach, okay, was macht ihr da? Oh, scheiß die Wand ein. Ein legendärer, verbrannter, wilder Ghoul. Ah, fuck. Was? Wo bist du? Ach Gott, jetzt muss ich das Ding nachladen, oder was? Kann ich dich treffen? Ja, wunderbar. Komm her. Machen wir den anderen Arm noch weg. Ja, wunderbar. Und noch das Beinchen? Geht das? Hey. Komm, wir machen das Beinchen noch weg. Na. Na komm. Alter, ich treffe den gerade nicht, gell?
Ich hab den aber auch gerade wirklich nicht getroffen. Schade. Ja gut, probieren wir es einfach mal so. Gott, der zieht genauso gut wie ich. Okay, was kriegen wir denn? Ein Radiumgewehr. Ah. 25 schnellere Bewegung beim Ziel. Was? Das ist ja geil. Nehmen wir mit. Gib mir den Spaß. Und die kippen natürlich auch, weil... Was mir auch auffällt, wie kriege ich denn eigentlich unten rechts das kann ich nicht auch hier... Hatte ich nicht auch Adektol oder wie sich das nennt? Doch, hier. Na also. Okay, was ist denn jetzt... Wo muss ich denn jetzt hin eigentlich? Hier noch lang? Da lang? Nee. Aber ich will trotzdem gucken, was... Oh Gott, das ist nicht dein Ernst. Ja, ja, dann räum hier mal auf. Ich mache hier Platz soweit, okay? Gott, die Waffe ist gut. Die Waffe ist sehr gut. Au. Na komm. Alter, das wird hier immer heftiger. Na komm. Oh, das war schön. Was wollt ihr jetzt hier? Was wollt ihr? Nein. Komm, lass mich mal. Mann. So, weg. Ja, jetzt habe ich es nicht aufgesammelt. Ist mir jetzt auch egal. Komm, was haben wir hier? Kampfflinte brauchen wir nicht. Dann gehen wir hier weiter. Wartet mal ganz kurz. Nur mal kurz was gucken. Ja doch, das passt. So, ich bin mit dem Mikro noch ein bisschen am gucken, dass das so alles passt. Die Kronkorken nehmen wir mit. Ich glaube, da war jetzt kein Gegner, ne? Nee. Sind wir... Ah, shit. Ich glaube, wir müssen hier lang, oder? Ja, das sieht doch schon viel besser aus. Ja, wir kommen der Sache immer näher. Ich bin wirklich gespannt, was in diesem Lager abgeht. Und ich befürchte, dass das etwas heftig werden kann, oder? Komm, dann holen wir uns erstmal hier mal die Waffen und gucken mal, dass wir irgendwas nachladen müssen. Ja. Habe ich die jetzt... Scheiße, ich glaube, die habe ich nicht aufgewertet. Na komm, dann machen wir das noch. Müssen wir da hoch? Ah, der Junk Jet, stimmt. Okay, den habe ich ja auch noch. Der ist aber leider mehr schwer als gut. Was ein bisschen schlecht ist. Jetzt hätte ich mir ein Jetpack gewünscht, dass ich da einfach hätte rüberfliegen können. Oh, guck mal. Oh Gott, eine Todeskralle. Na. Ja, aber die kriegen wir platt. Guck dir das an. Ja, ja, alles gut. Ja, ja, die sind nichts mehr. Die sind nicht mehr gefährlich. Also jetzt mal ehrlich, wir sind ja... Nee, wir sind die Killer. Von daher gar kein Problem. Aber jetzt wird es langsam dunkel tatsächlich. Wo müssen wir denn hin? Müssen wir hier lang weiter? Ist das da lang? Wow. Nee, ich glaube hier, oder? Ah ja, das sieht schon besser aus. Ja, ich glaube hier ein bisschen noch. Oh nein. Okay. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Wo müssen wir hin? Waren wir doch bei dem einen? Waren wir doch richtig hier, oder was? Also ich bewege mich jetzt mal nicht. Gehen jetzt mal hier lang. Naja, doch, das war doch die Richtung. Also. Notsignal verloren, es macht nichts. Also die Hälfte haben wir. Unvollständiges Funksignal verloren. Ja, ja, alles gut. Wir wollen ja... Oh, das sieht... Das leuchtet. Es leuchtet halt wirklich. Okay. Es wird lauter. Hört ihr das Klicken? Es wird lauter. Wir kommen immer näher. Ist das hier vielleicht? Okay. Wir sollten mal ganz kurz still bleiben. Nicht, dass da jetzt irgendwas hier noch passiert. Also, dass wir jetzt wieder falsch laufen. Ja, seht ihr? Das heißt, wir sind... Ja, okay, dann gehen wir hier weiter geradeaus. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Ich würde sogar fast sagen, dass das da hinten in dem Gebäude ist. Oh ja, haben es fast. Oh ja, wir haben es fast. Wir sind fast da. Wie viel Red haben wir denn eigentlich gefressen bisher? Es geht noch, ne? Ja. Okay. Dann. Ist das hier?
Oh, fuck. Der ist weg. Was ist denn da los? Das weiß ich auch nicht. Ein Totenkopf-Red-Skorpion. Oh, scheiße. Oh, das war ein komplettes Magazin auf das Vieh drauf. Das müsste reichen. Ja. Hey. Kommst du her? Au. Oh, das Vieh hält viel aus. Aber ich glaube, wir haben es gleich. Oder? Wartet, wartet. Sieht gut aus. Na? Na komm, 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 komm. Ah, fast. Vielleicht hier lang wieder. Ja, ja, wir sind falsch gelaufen. Dann hier lang. Wir warten mal ab. Mhm. Okay, wir laufen wieder falsch. Dann gehen wir mal hier lang. Das sieht gut aus. Ja, das sieht sogar sehr gut aus. Ach, guck dir das mal an. 84%. Aha. Guck mal, hier haben wir Stuff. Kann das hier unten drunter sein? Scheiße, wo soll das sein? Oder doch da hinten? Da hinten? Oder ist hier noch irgendwo ein Gegner? Na komm, wir gehen mal da. Ach doch, safe das Gebäude. Safe das Gebäude, hundertprozentig. Ja, guck dir das an. Da oben ist schon Soldatenklave, genau. Da haben wir es doch. Da haben wir es doch. Sollte das Gebäude der Atlantic-Büros von den Soldaten der Enklave. Ja, nichts leichter als das, Digga. Scheiß, die Wand an. Der macht uns ja richtig Schaden. Was geht? Alter, was hat der für ein Gewehr? Ist das das Plasma-Gewehr von eben oder was? Also vom letzten Part. Junge! Scheiß die Wand an. Wir speichern mal lieber. Fuck. Oh, das war schön. Na komm. Wunderbar. Das war einfach. Okay, wo seid ihr, Penner? Wo seid ihr? Können wir rein oder müssen wir runter? Ja, wir müssen, glaube ich... Ja, ja, alles gut. Wir müssen nur von irgendwo reinkommen können. Aber von wo? Ich finde es jetzt gerade nicht tatsächlich. Also hier schon mal nicht. Gehen wir mal von oben, von hier, ob das so geht. Ja, Cotsworth, kannst du auch gerne tun. Alles gut. Also du hast da auf jeden Fall noch genug Zeit für. Wenn du mir jetzt sagst, wie ich hier in dieses... Ja, Digga, ich will ja zu dir kommen, aber ich komme ja nicht durch. Ich komme ja gerade wirklich nicht durch. Ja, ja, easy. Wir haben komplett Spaß. Aber ich komme halt wirklich nicht gerade durch. Was soll das denn? Hä? Muss ich hier doch da... Ah, guck mal einer an. Ja, jetzt haben wir es doch. Ich wünschte, ich hätte das vorher rausgefunden. Was zum... Oh, Kacke. Ja, ich mache euch mit euren eigenen Waffen platt. Komm, das nehmen wir mal mit. Was? Scheiße, Mann. Ja, ja, alles gut. Alles gut. Ich mache euch kaputt. Ah, ist super clever, nehmen wir noch mit. Boah, das Ding ist laut. Okay, scheiß drauf. So, was haben wir hier? Was will ich irgendwie mitnehmen? Das will ich einfach mitnehmen. Einfach, dass wir es besitzen tatsächlich. Ja, ja, ich weiß. Ich trage zu viel, bla bla. Alles gut. Und wir haben hier ein Terminal. Ehrlich jetzt? Ja gut, wir können es jetzt nicht benutzen. Egal. Was ist da gerade passiert? Das werden wir gleich rausfinden. Hi! Ich darf hier nicht draufgehen jetzt. Oh, das war einfach. Noch einer? Ja. Oh, hey. Oh, der war schön. Dann nehmen wir das noch mit. Hier das... Oh, jetzt muss ich gerade mal gucken, was haben wir denn als an seiner Kleidung? Was haben wir denn jetzt hier selbst eigentlich? MK
Boah, MK6. Dann haben wir hier. Oh, das ist auch gut, gell? Also, das ist auch schon sehr gut. Torso, was kann der Torso? X02. MK6. Und was haben wir hier? X02. Ja, gut, das passt ja. Warte mal, haben wir hier auch alles mitgenommen von dem? Torso, rechtes Bein, der Helm. Ja, haben wir. Wunderbar. Dann können wir ja direkt weiterlaufen. Können wir hier den Alarm irgendwie ausschalten eigentlich? Weil es ist nervig. Oh Gott. Ja, alles gut. Aber deinen Helm will ich mitnehmen, weil der sieht nämlich ganz fancy aus. Plasmagewehr, das nehmen wir. Wo haben wir den Helm? Hier ist der Helm. Gib mir das Ding. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall viel zu viel einstecken. Man kennt's. Aber es macht nichts. Das Aufklären. Plasmagewehr, komm, scheiß drauf. Bleibt hier. Hi. Oh Gott. Na du? Hey. Colonel, was war das denn? Kennbar für Terminal der Enklave? Beschaffen den Colonel. Ja, gut, das ist easy, aber das war jetzt. Uniform des Colonels sind wir auch mit. Beschaffen den Terminal Code, beende die Abriegelung. Wie kann ich da. Boah, nervt das gerade. Wirklich. Ja, warte mal. So, warte. Haben wir es jetzt? Abriegelung beenden. So, endlich. Meine Güte. Verlass das Gebäude, okay. Das war's schon. Ehrlich? Hat man Nachrichten für den befehlshabenden Offizier. Sie sind berechtigt auf die Nachrichten. Weitere Befehle, aktueller Status. Hinweise auf Höllenfeuer-Power-Rüstung. Hatten wir die Höllenfeuer-Power-Rüstung und so weiter? Haben wir doch, oder nicht? Feldlager errichtet, okay. Gehen wir hier nochmal raus. Ja, das war jetzt einfach. Okay, hier sind noch mehr Gegner. Echt jetzt? Oh, Kacke, da kommen halt einfach noch mehr, gell? Da kommen jetzt, befürchte ich, einfach noch mehr Gegner. Scheiße. Unabhängig davon, dass sie sehr viele. Okay. Kein Problem, Digi. Ich bin mir nicht sicher, ob das so gut ist jetzt gerade. Ich mache hier mal einen Speicherstand. Und, hoppala. Gerade mal gucken. Zerstöre rechtes Bein. Ach so, das war hier das Questing. Okay, aber meine lieben Zugucker, ich will tatsächlich jetzt hier einen Schnitt machen, weil ich weg muss. Aber im nächsten Part geht es auf jeden Fall weiter. Ich werde hier kurz mal ein bisschen Stuff nehmen. Und ja, im nächsten Part geht es dann weiter. Wir werden dann erst anfangen, das Terminal zu lesen. Nochmal. Damit wir reinkommen. Und dann, ja, bekämpfen wir den Rest der Enklave. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Haut rein. Ciao.